tote Götzen, aber ein lebendiger Herr. Psalm 115. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir alleine steht die Ehre zu. Du allein bist gnädig und du allein bist treu. Warum dürfen die Völker höhnisch fragen, wo bleibt er denn, ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel und alles, was er will, das tut er auch. Doch ihre Götter sind nur Figuren aus Silber und Gold, von Menschenhänden gefertigt. Sie haben einen Mund, aber reden können sie nicht. Augen haben sie, doch sehen können sie auch nicht. Mit ihren Ohren hören sie nicht und mit ihren Nasen riechen sie nichts. Ihre Hände können nicht greifen und ihre Füße nicht gehen. Aus ihren Kehlen kommt kein einziger Laut. Genauso starr und tot sollen alle werden, die diese Götzen schufen und auch allen, die solchen Götzen vertrauen. Ihr Israeliten, vertraut dem Herrn. Er allein gibt euch Hilfe und Schutz. Ihr Priester, vertraut dem Herrn. Er allein gibt euch Hilfe und Schutz. Ihr alle, die ihr Gott achtet, vertraut ihm. Er allein gibt euch Hilfe und Schutz. Der Herr denkt an uns und er wird uns segnen. Sein Segen gilt ganz Israel, sein Segen gilt allen Priestern, sein Segen gilt alle, die ihn achten und ihm vertrauen, ganz gleich, ob unbedeutend oder einflussreich. Amen.